Und damit hallo YouTube. Wir sind wieder live im Stream. Live mit Layers of Fear 2. Wir haben jetzt mal Fotos gekriegt. In die richtigen Sinne. Oh. Sind das wir mit unserer Schwester? Könnte gut sein, ne? Ja, die Frage, was für ein diesmal erleben? Ich fand den letzten Part bisher am besten. Hallo Chat übrigens. Lass dein Herz bluten. Na toll. So, wir hören uns erstmal ganz an, was hier zu sagen ist. In diesem wunderschönen Ding hier. Tell me, James. Do you like sitting here in the park? I don't know. You don't know? I think I do. Out here, I could be anyone. Truly? You can be anyone you want? I think I don't need to be. I can play anyone I want. Okay. Erstmal ganz kurz an den lieben YouTube-Zuschauer da oben rechts, das ist die Uhrzeit. Es wurde sich gewünscht, dass die Uhrzeit während des Streams anbleibt, weil ich aktuell Marathon-Stream mache. Plus die Alerts auf leise anbleiben. Also auf Sturm, das heißt, die Alerts zu sehen sind. Ja, wie ihr seht, wir haben noch 5, 6 Stunden vor uns. Ich denke mal, heute Nacht wird es enden hier, der Stream bei mir. Und ihr seid hoffentlich mit dabei. So, ins Recording einmal rein. You run, but do you know the way? You build one character, you destroy the other. There's no other way. You follow reason, you see through it. You cut away the strings. You hesitate. You look for a better way. Nothing is ever easy. Ging jedes Mal ein Stück mehr, ne? Verrückt. Okay. Wenn das Spiel zu gruselig wäre, wäre das dann geschlossen? Nee, nee. Ich muss das Spiel sowieso, also ich muss dieses Spiel zu Ende spielen hier, weil ich das im anderen Marathon, also das ist ja auch schon wieder ein bisschen her, versprochen, oder das war quasi ein Subgoal. So. Und jetzt, liebe Mods, könnt ihr es machen, während ich quasi dieses Spiel spiele, dürft ihr die Keys raushauen. Jetzt weiß ich ja Bescheid. 5 Steam Keys. So. Da. Blub. Noch irgendwas, was untergeht hier? Wäre das echt nicht so angenehm, ne? Fast wie in Hamburg gerade. So, wir haben mehr Bilder gefunden beim letzten Mal. Uiuiuiui. Wir machen jetzt unten gucken. Also, das Foto haben wir schon gesehen. Das kennen wir auch. Wir haben echt viele Fotos verpasst. Die Frage ist, wer das ist. Die Frage, wer das ist. Aber das könnte ich mir vorstellen, dass das hier wir sind als James und das halt unsere Schwester. Könnte ich mir vorstellen. Aber nicht lang schnacken. Wir gehen in Runde 4 von 5. Dein Charakterform, Wendepunkt. Mach einen Schritt zurück, atme durch, denke an die Momente, die das Leben verändern, durchgestrichen, Narben, die sie beschreiben. Okay, das klingt unschön. Ich glaube, Sari guckt zu. Das ist der zweite Teil übrigens, Sari. Von dem Spiel, was du gestern gespielt hast. Und ab in die Story. There shall be a vast shout. And then a vaster silence. Akt 4. Atme. Ich hoffe, es gibt wirklich nur 5 Akte. Ui. Sicher, jetzt erst. Habe ich mich schon mal richtig umgesehen, nachdem ich quasi die ganzen Bilder gesammelt habe? Ich glaube nicht. Aber es kann ja nur noch der Kopf dann fehlen. Ich glaube, wir sind bald durch. Na super, ab ins Boot.
Wir sind so nah, es kann es spüren, es darf kein Zweifel geben, kein Zögern, nur zu uns unzerbrechlichen Willen. Das ist es, was wir haben, das ist, was wir sind. Endlich. Ah, ja, kein Bock jetzt drauf. Weißt du, das ist meine lange Belohnung. Das ist meine Belohnung nach so einem langen Tag, ne? Ein Horrorspiel spielen. Super. Da freue ich mich ja. Den Ast ab. Das ist ein Zettel. Leitender Sicherheitsbeauftragter, gesamte Crew. Achtung, blinde Passagiere an Bord. Zwei davon sind wahrscheinlich Kinder. Und im unteren Deck in der Nähe des Frachtraums gesichtet. Hiermit fordere ich alle verfügbaren Crewmitglieder dazu auf, nach einem Jungen und einem Mädchen Ausschau zu halten, die unbesichtigt auf sich auf das Schiff herumwandern, bei sich Kontakt sofort fassen. Das sind wahrscheinlich wir und unsere Schwester. Umgucken, 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 umgucken. Okay. Ich brauche einen Schlüssel. Ah, oder ich gehe hier durch. Das geht natürlich auch. Ein Pösterchen. Are you not afraid of death? Some people believe in nothing. And so they live for nothing. To live without belief is more terrible than dying. Das ist alles, wofür ich den hingegangen bin? Brauche ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Bitte. Ein Schlüssel. Den Schlüssel. Nicht von da. Ich war so Kopfschmerzen, das hätte ich mir nicht vorstellen. Verrückt, die Kuss. Nimm mal kurz mal eine Schmerztablette. Kennt ihr das, wenn ihr eine Tablette zu euch nimmt? Dann kriegt ihr sie nicht runtergeschluckt und dann löst sie sich so ein bisschen im Mund auf und ist das eklig. Das haben wir gerade gelesen, ne? Ja. Ich muss irgendwas finden, um die Tür zu öffnen. Einen Schlüssel oder sowas. Hm. Okay, warte mal, wenn ich jetzt hier lang gehe, ganz kurz. Und zack ist der Raum weg. Zack ist der Raum da. Ich brauche einen Schlüssel. Woher kriege ich den denn? Schlüssel. Wo bist du? Muss ja doch hier immer sein, oder nicht? Irgendwas übersehe ich gerade. Massiv. Und hier war es das Poster. Aber hier ist kein Schlüssel. Hä? Hey. Ich bin gerade lost gewesen. Okay. War vielleicht offensichtlich. Vielleicht aber auch nicht. Na, tschüss. Hör mal gleich. Lily, Captain, I found it. But it's empty. It's all gone. Steady yourself, Quartermaster. Return to the hideout. I'll keep searching on my own. But I can help.
I said go. Eine zu gute Schwester, die wahrscheinlich gestorben ist auf diesem Boot. Wahrscheinlich in diesem Käfig gelandet ist hier, oder? Wofür ist der da? Wir haben nicht drauf geachtet. Ist jemand runtergefallen? Fuck! Hab's nicht gesehen. Scheiße. Tür, gehen Sie bitte zu. Go on. Be there for her. Like she was for you. Du bist so ein gruseliger kleiner Bastard. Und wahrscheinlich sind wir der gruselige kleine Bastard auch noch. Oh, ist das eklig. Yes, die Tonrolle. Whoop, whoop. Ich hab schon die Tonrolle. Whoop, whoop. Ich finde es immer gut. Umso mehr Story gibt es. Was habe ich übersehen? Ich habe es nicht gesehen. Mach's nochmal. Mach's nochmal, bitte. Mach's nochmal. Mach's nochmal. Mach's nochmal. Mach's nochmal. Okay, dann geht's da weiter. Vielleicht mal kurz gründen. Nix. Wir gehen weiter. Nix. Wir gehen weiter. Ich bin gerade verwirrt. Das war gerade... Oh nein. Jetzt, als die Dinger hatten, kam so ein Monster auf uns zu, was uns gejagt hatte. Ja, Big Brother. But never your own. Ja, Big Brother. Selbst die Verwirrung war gerade verwirrt. Oh nee, fängt jetzt nicht wieder an mit Jagen. Ey, diesen Part mag ich ja gar nicht, ne? Dieses Jagen-Part-mäßige. Weißt du, Days of Fear 1 war so ein schönes, ruhiges Psycho-Horror-Scheiß. Und hier werden plötzlich mal gejagt, Alter. Wie komme ich jetzt hoch? Muss ich kurz mal nach oben gucken vielleicht? Dass ich nach oben gucken muss, wenn ich dann quasi oben lande oder so. Ich sehe gerade hier nichts. Kann ich ein bisschen heller machen? Ich sehe halt gar nichts. Halt so, ne? Wollen sie haben so, aber echt dunkel. Auch gerade für YouTube und Stream nicht so gut. So. Wo muss ich hin? Ah, da ist eine Tür. Also ja, jetzt ist. Verliere den Charakter. Finde dich selbst. Finde den Charakter, verliere dich selbst. Some parts are not to be played. Some parts. Kann ich nochmal umdrehen? Okay. Okay. Weiter geht's. Und das ist doch schön jetzt hier. Ah, noch ein Bild gefunden. Klavier kann ich nicht spielen.
Super. Ja, selbst die Verwirrung war verwirrt, Alter. Ich glaube, das Spiel ist übrigens geändert, liebe Mods. Wäre super, dankeschön. Sieht schon wieder so nach Jagen aus. Doch gar keine. Eigentlich 100 Bits, dann 4 Minuten oben drauf. Dankeschön. Oh, nö. Wir gehen jetzt hier ab. Warum gehe ich da überhaupt hin? Jedes Mal, wenn da so ein Gekräusel ist, ne, verfolgt mich diese Scheiße. Jedes Mal, wenn da dieses scheiß Gekräusel ist. Und jedes Mal gehe ich da hin. Warum mache ich das? Warum lasse ich es nicht einfach sein? Warum scheiße ich nicht einfach drauf und gehe einfach was weiß ich wohin? Boah. Dieses Kackvieh. Ich will das Spiel genießen, ich will das Spiel sehen, ich will mir alles angucken, aber ich habe keine Zeit, weil ich so Mistvieh verfolgt. SpongeBob, bitte steh mir bei.